Hallo Leute, hier ist das Video zur Reaction von dem kleinen Kaufmo-Fanfilm, der vor ein paar Tagen rausgekommen ist. Wir haben uns da noch gar nichts von angeguckt. Das sind also 12 Minuten, von denen wir nicht wissen, was passieren wird. Der Film wird höchstwahrscheinlich auf Englisch sein. Das heißt, wir werden ihn für euch übersetzen mit Untertiteln. Und was gibt's noch zu sagen? Ja, viel Spaß. Let's go. 10 ganze Monate hat das hier gedauert. Ich bin gespannt auf das Ergebnis. Von der Animation finde ich es sehr schön eigentlich. Also das kommt schon dem Original sehr nahe, finde ich. Vor allem jetzt nochmal, ich würde nochmal ganz kurz zurückgehen auf Jax. Ah, man hat mir mal gesagt, wie man hier Frame für Frame zurückgehen kann. Das habe ich aber vergessen. Ja, sieht schon nicht schlecht aus. Ja, ich bin gespannt. Joke. Why did the chicken cross the road? To get to the other side. What's the name of the fish that tastes it funny? Clownfish! Why did the... How the... Wait... Why? Oh, finally. Can I leave now? Well, yes, I guess. Oh, also, don't forget, get prepared for the song, everyone! Oh, great. Kaufmann war ja auch sehr fixiert auf den Exit. Hey, Cosmo? Are you okay? You know, I just wanted to ask, since you seem to be so... Die Szene, da hat der Macher auf Twitter geschrieben gehabt, dass er unbedingt das so aussehen lassen möchte, dass man auf jeden Fall Cosmo seine Reaktion sieht. Und ich finde, das ist auch sehr schön vom Steam-Mitte, wie es da gemacht wurde. So stressed and confused at the stage and I... I have seen it again. You know, Cosmo... You need to understand that for everything in life, things aren't always gonna go the way we want them to go. We are here for flowers and tomatoes, and you just need to take everything with your head up and it will be fine. Just know that it will be over one day. It could be now, tomorrow, next week, next month, next year. Ja, das ist schon sehr qualitativ hochwertig gemacht hier.
Wait. Aber vom Design sieht es ein bisschen anders aus. Auf jeden Fall. Yes, Kofmo. The show's about to start. Didn't anyone tell him? Just relax, Dollface. He's probably writing more of his funny jokes. Jax! Jeez, what got you so mad? I haven't even said it to his face this time. He's probably just resting in his room. These shows are always extremely stressful to him. But he usually doesn't quit like that. So, die Stelle ist jetzt sehr interessant. Was ist jetzt genau passiert? Also Kane war da, hat ihn jetzt einfach weggeschoben und... Aber er hat der Joa gesagt, also da bist du. Auf was war das jetzt bezogen? Auf Kaufmo oder auf die Abstraktion? Ich verstehe das nicht ganz. Kaufmo. Aber ist das jetzt ein Traum oder ich glaube nicht, Realität? Ich glaube nicht, dass das ein Traum ist. Ich denke eher, dass ihn Kane schützen wollte. Ja, sein Zimmer. Aber scheint sich das schon etwas einzubilden, zumindest das, was vorher war. Weil da hat er sich ja selber gesehen, wie er eben was ankritzelt. Jetzt macht er es wahrscheinlich selber. Und abstrahiert jetzt.
Die Frage, hast du da irgendwelche Referenzen jetzt so gesehen zu irgendwas? Mir kam es eher so vor, als ob er das ganze Internet durchbrochen hat und sich getrennt hat von der Welt. Keine Ahnung, ich habe das gerade gar nicht. Wieso, was meinst du mit Internet durchbrochen? Weil da auch Sachen waren, die gar nichts mit dem Zirkus an sich zu tun haben, mit dieser Ästhetik. Du meinst vom Stil her, oder? Ja. Ich gehe mal ein bisschen zurück. So das hier, oder was genau? Das mit dem Menschen zum Beispiel. Ah ja, okay. Das stimmt. Ja, okay, das ist... Ja, das stimmt schon. Aber so das, okay, das sind so Jax, Regifer und alles. Jax, glaube ich, wieder als böse dargestellt wurde. Oder? Besonders böse. Ja, stimmt. Ja, Jax sieht hier mal wieder am bösesten aus. Ja, okay, das ist alles... Was sehr komisch ist. Ist jetzt der Prozess, wie man abstrahiert? So stellen Sie sich das vor. Halt. Sehr schön. Ah, okay, und jetzt sind wir in der Gegend. Ah, okay. Das war gerade das Klingeln von Jax oder nee, Regifer hat geklingelt. Und that's it, oder? Das war ging sehr schnell. Also ich muss ehrlich sagen, das waren schnelle 11 Minuten. Ja, wir können halt nicht viel sagen. Es ist halt off-canon. Also, wir können uns das auch nur angucken und sagen, dass es meiner Meinung nach sehr, sehr gut gelungen ist. Also, ich finde... So, wir mussten hier kurz einen kleinen Cut setzen. Wo war ich stehen geblieben? Ich finde, es ist sehr schön gemacht. Es gab manche Sachen, die ich nicht so verstanden habe. Wie das mit der Verfolgungsjagd, dass Kane da auf einmal reingeplatzt kam und er dann wieder... in seinem Zimmer war. Das heißt, er hat das wahrscheinlich alles irgendwie nur geträumt und er war die ganze Zeit weiterhin nur in seinem Zimmer, weil hier in dieser Szene sahen wir ja, wie Kinga mit Kaufmo gesprochen hat und dann wird er wahrscheinlich da all das, was wir danach gesehen haben, nur geträumt haben und ist dann tatsächlich hier dann einfach wieder aufgewacht und hat dann angefangen plötzlicherweise überall Exit oder so, oder verrückt zu werden. Warum auch immer, ich weiß nicht, was da der Beweggrund war, weshalb er auf einmal plötzlich verrückt wird und dann nach einem Exit sucht. Also, ich glaube nicht, dass es einfach nur so kam und ein Traum war. Ich glaube, das ist wirklich passiert, aber ich glaube, da spielen noch viele mentale Probleme eine Rolle, wie zum Beispiel Schizophrenie, dass er sich Dinge einbildet, Dinge hört, Dinge sieht, sich selbst sieht als dritte Person, wie er so auf Wänden schreibt und also ich glaube, sie haben da sehr viel mit mentalen Zuständen gearbeitet, wie Depression, Schizophrenie, soziale Ängste, weil er auch nicht mehr aus dem Zimmer rauskommen mag, er nimmt auch keine Hilfe an, aber er ist halt die Frage, ob Abstraktion dann eigentlich psychisch bedingt ist oder auch andere Gründe haben kann. Ja, muss ja. Also man abstrahiert ja nur, wenn du verrückt wirst und das ist ja eine ganz klare mentale Sache in meinen Augen. Ne? Also und ich mochte auf jeden Fall der Prozess, also wie sie versucht haben zu erklären, was passiert, wenn man abstrahiert oder so. Das finde ich auch noch eigentlich ganz cool, aber auch komisch, wenn ich jetzt hier gerade mal wieder drüber habe.
Ja, genau, und dann am Ende sind wir halt genau an dem Punkt in der ersten Episode, wo Regatha an die Tür geht, klingelt und Jax die Tür aufmacht und dann sehen sie den abstrahierten Kaufmo. Ja, ich finde, ist eigentlich ein sehr gelungener kleiner Kurzfilm. Und ich muss auch dazu sagen, die Stimmen, die englischen Stimmen hören sich so echt ähnlich an zu den originalen englischen Stimmen. Vor allem Kinga fand ich sehr gut, Jax auch sehr gut nach, das also stimmt, die Stimme, ja. Regatha auch und ja, sonst hat eigentlich keiner. Bei Zubel war es ein bisschen anders, aber war jetzt nicht so schlimm. Ah, Kane war auch noch sehr, sehr aber das sind gut. Alles ja nicht die... Die echten, ja, das nein, sind nein. Nicht die Originalen, sondern andere. Und Kaufmann haben wir nie gehört, deswegen kann man das jetzt nicht... Doch, Kaufmann hat ja auch gesprochen, aber das war jetzt nur so nein, nein, einzelne Appelle. Ich meine im echten... Ach so, ja, okay. In der echten Serie nicht, ja. Aber sonst fand ich es wirklich, wirklich sehr gut. Auch die Atmosphäre mit der Musik, wie sie da, also wie sie mit der Atmosphäre gearbeitet haben, sehr, sehr schön. Also die Spannung wurde sehr schön musikalisch dargestellt, finde ich. Bongsy meinte auf Twitter, dass er nur einen einzigen Song hatte und den er einfach an verschiedenen Stellen langsamer abgespielt hatte. Ich habe weniger Musik gehört, sondern mehr so Atmosphäre. Ja, mehr Sounddesign. Ja. Anscheinend gibt es nur einen einzigen Song sozusagen für den Film. Er wird ja wohl recht haben. Ja. Es ist sein Film, ja. Also. Ja, that's it. Und ich hoffe, euch hat's gefallen. Kleines Video. Und dann sehen wir uns einfach wieder in den nächsten Shorts. Ciao. Ciao.